Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Witcher 3 Blood and Wine. Schön, dass ihr da seid. Ich bin wie ein neuer Täter. Ich werde mich wieder an den Plan halten und einmal den Weg ablaufen zu der Schnellreisestation, die wir das letzte Mal besprochen haben, um dann bei unserem Weingut wieder vorbeizuschauen und einfach mal die Heimat wieder zu genießen und zu sehen, was da jetzt los ist. Ah, ich freue mich. Ich freue mich richtig darauf, das Weingut wiederzusehen. Ja. Hä? Eieiei. Kikimura, ich muss es zerstören, wenn sie ein für alle Mal verschwinden sollen. Das ist ein ziemlich ekelhaftes Nest. Machen wir mal weg. So, und tun wir das natürlich trotzdem. Jo, ein paar Kleinigkeiten bei. Schön. War es noch die Markierung? Oh, ich wäre eiskalt an ihr vorbeigelaufen, nicht hält. Wow. Ich meine, warum markiere ich mir den ganzen Spaß, wenn ich einfach dran vorbeilaufen würde? Naja. Neue Markierung, Eingang. Hab eine Höhle gefunden. Oh. Ei. Was zur Hölle? Noch ein Monsternest. Hallo. Ist ja widerlich. Machen wir mal weg. Kikimura-Brutgebiet. Ich muss es zerstören, wenn sie ein für alle Mal verschwinden sollen. Hey? Haben wir hier schön. Noch mehr? Hi. Oben ist auf jeden Fall einer. Er hat mich erstmal nicht halt zum Kampf angesehen. Ich konnte ich gerade spammen. Praktisch. Röhrchen! Ah, ist auch nur ein bisschen laut, ne? Was? Bestimmt, ne? Steck das mal weg. Danke. Bist der Letzte? Okay. Einer scheint ja noch zu leben. Egal. Ach, witzig. Das ist das Fragezeichen, was ich markiert hatte. Monsterlager. Habe ich das jetzt nicht quasi fertig? Praktisch. Okay. Ha.
Da so, durch Zufall direkt das Richtige gemacht, ne? Geil. Dann machen wir weiter. Vielleicht ist der Zufall weiterhin auf unserer Seite. Oh, da. Das ist das letzte oder vorletzte jetzt, bevor wir wieder zu unserem eigenen Weingut zurückkehren. Und überlad mich. Ja. Ich habe mich auch noch nicht ums Inventar gekümmert. Ich habe es auch schon wieder kurzzeitig vergessen. So, moin Leute, bitteschön, dass ich euch gerettet habe. Was geht hier vor? Kannst du riechen, wie er sich in die Rüstung scheißt? Ein Hexer könntest du hier immer mit? Brauchen. Bitte. Rund um die Uhr. Du erschreckst meine Kinder. Du erschreckst meine Kinder. Dann erzieh deine Kinder mal ein bisschen zu Vielseitigkeit. Weiß ich nicht. Das ist vielleicht nicht das richtige Wort. Diversität? Aber wie viele Kikimora haben wir denn hier? Ist ja schrecklich. Du bist ein bisschen tot, ne? Boah, ich glaube schon, dass du tot bist. Gut, das macht das Abarbeiten der Fragezeichen natürlich relativ einfach, wenn alles Kikimora-Nester sind hier irgendwie. So, nächstes. Oh, und hier haben wir das letzte. Und dann geht's nach Hause. Oh, ich bin auf den Garten ein wenig gespannt. Ob der gut aussieht? Gut, ich kann ja selber Sachen da anbauen, aber auch da bin ich, was Alchemie angeht, ja nicht wirklich gut dabei. Muss ich ja gestehen. Entsprechend ist das für mich fast irrelevant, aber ich bin halt froh, dass es das gibt und freue mich drauf. Was haben wir hier? Ach so, der Friedhof, wo unser Best Buddy drauf wohnt. Das ist okay. Glaube ich, dass der es ist. Egal. Oh, Banditen! Ah. Ritter in Not. Wenn du ihn nicht schlagen würdest, würde er von alleine verbrennen. Vergesse ich dir nicht. Bitteschön. Ich nehme den Loot. Oh, man hat den dicken Sack zwischen den Beinen. Oh, mit Zwiebeln gefüllt. Eieiei. Philiberts Anweisungen. In der Nähe von Mont Crane treiben sich einige Idioten rum. Sie schimpfen sich zwar fahrende Ritter, aber meiner Meinung nach sind das nur fuseltrinkende Halunken. Keine Ahnung, was sie hier wollen, denn es gibt keine Windmühlen, die sie bekämpfen könnten. Aber diese hohlen Wadenbeißer kommen immer auf die abenteuerlichsten Ideen. Egal, was sie auch wollen, wir müssen sie aufhalten. Die beste Art, sich um einen fahrenden Ritter zu kümmern, ist, ihm den Kopf abzuschlagen. Jeder, der mir einen solchen Kopf bringt, kann sich über einen prall gefüllten Beutel mit Münzen freuen. Ihr wisst, dass Philibert Vierfinger keine leeren Versprechen macht. Ja, aber wie ist Philibert mittlerweile ziemlich stout, ne? Naja. Immer zuverlässiger Freund. Bald gibt es Hexer und Ritter nur noch in Märchen. Kann ich dich in die Luft sprengen? Upsi! Oh, Loot. Bisschen Schmuck. Noch eine Leiche mit noch mehr Schmuck. Oh, cool. Ja, noch mehr, oder? Ne, sah gerade nur so aus. Welch grausame Taten des Geralds. Was haben wir hier? Beauclair Satteltaschen. Warte mal, ist das was Cooles Neues?
110 Kapazität. Ich kann jetzt 10 mehr tragen insgesamt. Ach. Ach, wie praktisch. Okay. Gut. So. Auf zum Schild und dann nach Hause. Der Gegner, weiß nicht. Naja, nicht das Schild schlagen, aber danke. Wo wohnen wir denn? Ja, auf Cubo Blanco, da wohnen wir. Jetzt erstmal wieder schauen, wo wir überhaupt wohnen, ne? Ihr baut Wein an, das ist schön. Eigentlich wäre es ja echt gut, wenn ich nebenbei noch Geld abkassieren könnte. So, das da hinten war der Garten, glaube ich, ne? Garten. Willkommen im Garten. Hier findest du alle Pflanzen, die du brauchst, um Färbemittel herzustellen, mit denen du deine Hexeausrüstung neu einfärben kannst. Alle Pflanzen, die du erntest, wachsen nach einer gewissen Zeit nach. Olivfeil. Ist es wahr, dass die Bauern ihre Kühe heute selbst kalben müssen? Kraut, Pusteblume. Ich nehme mit, ne? Spitzwegerich. Ist ja geil. Wo hast du denn diese Katzenaugen her? Ehe, dass ich den Garten einfach immer schön looten kann, das gefällt mir richtig gut. Auch wenn ich, wie gesagt, ich bin du nicht so der Alchemie-Mensch, aber... Ist ja noch mehr. Gewächshaus. Hier findest du alle Kräuter, die du brauchst, um Mutagene zu erzeugen oder deren Farbe zu ändern. Also, sind die hier meine Winterkirschen? Tatsache! Cool. Okay. So, plötzlich steil, müssen wir die Mama anschauen. Mein Magen knurrt wie ein Wolf. Na, warum mache ich eigentlich so einen Stress, ne? Wir sind hier eigentlich super entspannt unterwegs. Schön, wenn er danach noch steht. Wenn sie nur so arbeiten würden, wie sie tanzen und trinken. Ja, Katze. Ich weiß, dass du mich nicht besonders leiden kannst. So, genießen wir morgen unseren Aufenthalt etwas gemütlicher, ne? Das sieht eklig aus mit diesem Kopf, der da dran hängt. Ich glaube, ich gebe dir mal einen anderen Kopf. Ich hätte gerne das mit mehr Geld. Sieht auch viel weniger schlimm aus, wenn das so anhängt, ne? Schön. Ich hoffe, du lässt es plötzlich gut gehen, ja? Hast du eigentlich einen schönen Stall bekommen, plötzlich? Gehen wir mal in unseren Keller. Furchtbar aus. Unser Chemielabor. Ich kann ja mal schauen, ob ich irgendwas herstellen kann. So. Im Labor kannst du Mutagene transformieren, die du in ihrer Grundvariante von Monstern genommen hast. Zum Beispiel kannst du ein Erscheinungsmutagen in ein kleines Mutagen verwandeln. Du kannst Basismutagene im Alchemiefenster in ihre mächtigeren Versionen verwandeln. Mit dem richtigen Rezept kannst du auch die Farbe ins...
Ach, witzig. Nee, das war jetzt ein bisschen dumm, dass ich die Erscheinungsdinger zerlegt habe. Cool. Wenn ich jetzt hier nicht zerlegen möchte, mehr kann ich auch gar nicht machen, ne? Vielleicht kann ich das Ding jetzt auch aufwerten. Barnabas? Barnabas! Möchtest du zufällig noch mehr von meinem Geld ausgeben? Wenn sie nur so arbeiten würden, wie sie tanzen und trinken. So schön hier. Ich habe eine Tochter, weißt du? Heiratsfähiges Alter. Ja, bring mal mit, kannst mir vorstellen. Wo ich bin, gern vergeben, ne? Barnabas? Gehen die Renovierungsarbeiten gut voran? Ich freue mich, dir mitzuteilen, dass die Arbeiten abgeschlossen sind. Jetzt kannst du die Schönheit des Weinguts in vollen Zügen genießen. Verzeih bitte meine Dreistigkeit, Herr, aber ich denke, da die ganzen Arbeiten an Corvo Bianco abgeschlossen sind und das Anwesen schöner denn je aussieht, sollten wir des Augenblicks gedenken. Okay. Klar, feiern! Sicher, warum nicht? Während der Aufräumarbeiten vor der Renovierung habe ich eine Flasche Sepremento gefunden, Jahrgang 1250. Ich weiß nicht, durch welches Wunder sie überlebt hat. Ich denke, heute wäre ein guter Grund, sie zu öffnen. Feiern! Und dann ist er direkt ins Publikum gerannt, mit brennendem Strauß in der Hand. Alle dachten, das würde zur Vorführung gehören und haben gelacht. Auch als die Kulisse Feuer fing. Erst als die Flammen an Baron Marivkas Bart leckten, merkten die Leute, dass etwas nicht stimmte und löschten das Feuer. Das klingt ja so, als hätten Monsieur Boulius und Madame Nina hier erstklassige Bälle veranstaltet. Das stimmt. In dieser Hinsicht war Baron Rossell etwas zurückhaltender. Erzähl mir, Barnabas Basilius, wie sieht es hier mit Wein aus? Kann ich dieses Jahr Wein keltern? Ich fürchte dieses Jahr nicht, Herr. Letzten Herbst hat ein Pilz alle Reben zerstört. Baron Rossell hat neue Reben pflanzen lassen, aber es wird dauern, bis sie tragen. Wenn der Pilz natürlich nicht wieder auftaucht. Das wäre schade. Dieser Sepremento lässt mich träumen. Er ist erstklassig. Nicht wahr, oder? Erlaube mir, dass ich nachschenke, Herr. Bitte sehr. Danke. Oh, das ist schön. Bin ich jetzt echt fertig mit der Quest? Nicht noch mehr machen? Ich fahre ihn morgen mal. Lass ihn mal in der Nacht schlafen. Barnabas! Hey, da ist er ja. Ich kann ja noch Bilder und so Kram holen, ne? Was kann ich für dich tun, Herr? Ach! Hast du schon mal Gwind gespielt, BB? Eine amüsante Frage, Herr. In jungen Jahren war ich ziemlich gut, aber das ist lange her. Heute beschränkt sich mein Interesse auf Sammeln. Inzwischen nenne ich eine große Sammlung an Kartensätzen mein eigen. Klingt interessant.
Würdest du mir zeigen, was du so hast? Gerne, Herr, aber nur in Aktion. Sind ein, zwei Partien genehm? Ja, klar. Spielen wir. Möge der Bessere gewinnen. Möchtest du gegen eine bestimmte Fraktion spielen, Herr? Überrasche mich. Eigentlich nicht. Du wählst aus. Nehmen wir Kaiserreich Nilfgaard. Es könnte besser sein. Gut, könnte aber streng noch schlechter sein, ne? Dann geh weg. Ach, schade. Hier, den kannst du auch noch haben. Gut, ne? Karten angeguckt, okay. Schade, echt dumm gelaufen, hab keine weiteren bekommen. Jetzt die Finte, wäre geil. Also das Match könnte ein bisschen unangenehm verlaufen. Das muss ich sagen. Wow, ich habe gerade die Wette, ich hätte den gar nicht spielen müssen. Na egal. Passiert. So, du bist am Zug. Schön, ne? Dann hole ich mir mal eine meiner Ziehkarten nach. Danke. Na, jetzt wird doch hier langsam ein Schuh draus. Hier, den kannst du auch noch haben. Dann machen wir es kurz kalt. Und wenn jetzt komisches passiert, mache ich mit dem Drachen jetzt alles tot. Massenmord! Hopp. Ah, das war schon ein bisschen fies. Gib's. War doch jetzt eigentlich ziemlich sinnfrei. Dann hole ich mir doch einfach direkt wieder. Es ist schon kalt. Ich glaube, ich habe gewonnen. Okay. Jetzt bei ihm irgendwelche Karten oder ist einfach nur zum Üben das Spielen? Ich gratuliere zum Sieg. Wollen wir weiterspielen? Okay. Möge der Bessere gewinnen. Möchtest du gegen eine bestimmte Fraktion spielen, Herr? Also. Nehmen wir nochmal Nilfgaard. Ja, du spielst Nilfgaard. Wie du wünschst. Soll ich meinen stärksten Kartensatz spielen? Oder lieber einen schwächeren? Ach, witzig. Heute habe ich Glück. Nimm deinen stärksten Satz. Wie du wünschst, Herr. Eieiei, Schwierigkeitsgrad genau aussuchen bei ihm. Ist ja faszinierend. Och, Arschloch.
den weg. Und den. Dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt klappt. Seinen stärksten Satz. Oh, er ist auch kartentechnisch sehr stark reduziert. Ähnlich wie meine. Gegner passt. Okay. Mal. Das finde ich gut. Ja, okay. Eigenen Karten gegen mich verwenden. Ist okay, ist okay. Sei es ihm gegönnt. Ich war ihm doch ein bisschen arschig zu ihm. Hängst du noch davon ab, wer die besseren Handkarten hat? Verrückt. Jetzt passe, kann ich beim nächsten Mal einen meiner Spionkarten wiederbeleben und habe dann einen quasi Vorteil ihm gegenüber. Er müsste jetzt so oder so noch mindestens eine Karte spielen, um den Ausgleich zu schaffen. Zögern wir das Ganze doch nochmal raus. Aha. So, die beiden würde ich mir eigentlich aufbewahren wollen. Okay, Massenmord. Ups. Du Arsch! War das doch Offworld? Nein! Ja! Hui! Ich gratuliere zum Sieg. Wollen wir weiterspielen? Aber wirklich was davon habe ich nicht? Haben tue ich nicht, ne? Später vielleicht. Ich muss noch was erledigen. Wie der Herr will. Das ist dann eher so gefühlt Endgame-Content, um ein bisschen Danke. Noch Quint spielen ich zu können. Ich muss mich wieder um meine Angelegenheiten kümmern. Cool. Bis bald. Gefällt mir. Das Gästezimmer habe ich mir noch gar nicht angeschaut.
Achso, und Rüstungsständer. Moment mal. Tisch am Mut nach. Da ist er. Wo ist mein Waffenständer? Da. Ja, ich hätte vielleicht durchaus Interesse, die Hexe-Ausrüstung nochmal zu platzieren. Ach. Schick. Ich. Das gefällt mir echt gut. Gut, hier oben der Bereich, der fehlt mir irgendwie noch, der ist nicht mal zugänglich. Habe ich hier nochmal? Küche, ne? Küche, ja. Da wäre es doch cool, wenn ich so richtig coole Gerichte noch kochen könnte oder so. Bild aufhängen. Oh yeah. Da ist auch ein Waffenständer. Ich habe noch mehr Bilder. Dankeskarte. Habe ich über meinem Bett noch einen Platz? Ja, kommt hier die Dankeskarte hin. Oh, yeah. Herrlich. Benutzen. Boah, Vitalität um 1000 Punkte erhöht. Mehr Erfahrung, zusätzliche Ladung. Das ist schon geil, wenn man hier im Bett ist. Und dann theoretisch noch die Rüstung und Schwerter verbessern. Mach das jetzt einfach mal. Rüstung und Schwerter, da rennen wir einmal kurz raus. Dann haben wir einfach alles erledigt, was man hier so machen kann. Und hopp! Wuhu! Zack, tot. Dumm gelaufen. Nice. Oh, Leute, ihr seid echt super. Ich freue mich, dass es euch gibt. Ihr kümmert euch gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich würde natürlich sagen, Mainquest-technisch mal wieder. Lass uns da mal weitermachen. Ich werde in der Zwischenzeit jetzt hier mal bei unserem Großmeister-Schmied ein paar Sachen verkaufen. Damit wir wieder Platz im Inventar haben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.